Meine Karriere steht nach wie vor auf dem Spiel. Wir haben aus dem letzten Part nur einen Punkt geholt. Vorstandsvertrauen bei 58%. Ich könnte bei der nächsten Niederlage entlassen werden. Ich suche jetzt schon mal die Aussprache. Das Gespräch verlief sehr konstruktiv. Das ist mal eine der letzten Patronen, die man noch im Revolver hat. 63%. Damit habe ich erstmal. Kann man mit dieser Aussprache auch was noch schlechter machen? Ich glaube schon, ne? Aber nur selten. Jetzt gerade Glück gehabt. Das bringt uns erstmal etwas Ruhe rein vor das Spiel, vor dem Spiel gegen Schwarz-Weiß Reden. Das kann man mit besucht. Ja, da müssen aber 3 Punkte her. Wir müssen in diesem Part mindestens 6 Punkte holen. Der 6. Spieltag der 2. Gruppenphase in der Champions League. Wegweisend für die deutschen Clubs. Wie viele der 4 werden es ins Viertelfinale schaffen? Gruppe 1, da ist Paris Saint-Germain und AS Rom in der nächsten Runde, Genk und Anderlecht, die beiden belgischen Clubs sind draußen. Gruppe 2, Dortmund hat 1-0 gegen Bayern gewonnen, damit sind beide deutschen Clubs trotzdem weiter. Genua, die deutschen Clubs haben Glück, dass Genua gegen Valladolid verliert. Also Dortmund und Bayern sind im Viertelfinale, Genua und Valladolid sind draußen. Augsburg war ja schon ausgeschieden, hat nochmal 0-2 verloren, nur 2 Punkte aus 6 Spielen geholt. Eindhoven und Barcelona sind weiter, Utrecht und Augsburg draußen. Gladbach hat 3-2 gegen Real Madrid gewonnen und Gladbach ist damit auch noch weiter. Also 3 deutsche Teams in der Runde der letzten 8. Real Madrid und Gladbach weiter, Monaco und Sociedad sind ausgeschieden und hier in der Euroleague der HSV im Elfmeterschießen weiter. Champions League Viertelfinale, Bayern gegen Paris Saint-Germain, Barcelona gegen Dortmund, Gladbach gegen Eindhoven und AS Rom gegen Madrid. Da was für eine Spannung hier im Viertelfinale, was für eine deutsche Dominanz auch. In der Euroleague, Stade Brest gegen AC Mailand, HSV gegen Ostende aus Belgien, Amiens gegen West Ham United und Bilbao gegen Newcastle United. Und wir müssen punkten gegen Reden. Ich stelle voll auf 150%. Ich sage, schießt aus allen Lagen. Spezialtaktik habe ich ja selten gewählt bisher. Torwart offensiv mache ich auch mal. Im Zweifel auch miese Tricks, ist mir jetzt alles recht. Ich kämpfe um meine Karriere. So, wen haben wir jetzt hier noch? Der Max ist wieder da, der rückt in die Startformation. Mein Sohn verlässt die Tribüne wieder, geht wieder auf die Tribüne. Mein Pedro ist wieder da. War der im letzten Spiel schon wieder da und ich habe nicht dran gedacht, ihn wieder aufzustellen? Oder? Auf jeden Fall. In dieser Formation werden wir jetzt rangehen. Wie fit ist Forsberg schon wieder? Der wird auf jeden Fall ein paar Minuten spielen können. Wir brauchen jetzt ab jetzt ganz viele Punkte. Habe ich das mit dem Neuanfang nicht neulich schon mal gesagt? Die Ansprache wird von den Spielern als unpassend empfunden. 3.800 Zuschauer, ich weiß nicht, wo Reden liegt, wo ich das schon mal irgendwann gehört habe. Dieter Bohlen tippt 2-1 auf Reden. Über 800 Paderborner hier im Stadion. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Und Pedro bringt uns in der dritten Minute in Führung mit seinem dritten Saison. Und Jonas Anders legt nach, was für ein Traumauftakt hier. Besser könnte es doch nicht laufen hier. Stockinger jetzt in der 35. Minute. Max, das wären nochmal 3 Punkte. Ein Pflaster für die Seele hier. Im Abstiegskampf, im Kampf um meine Karriere. Diese Aussprache mit dem Präsidium hat, was ist jetzt hier los? Die Aussprache mit dem Präsidium hat mir ja viel gebracht. Ich habe diese Aussprache jetzt gesucht, weil ich hatte Angst, dass ich sonst dieses Spiel verliere und dann sofort entlassen werde und dann ist diese Karriere beendet. Ich hatte eigentlich erst vor, diese Aussprache erst wirklich im allerletzten Moment zu ziehen. Hatte aber, wie gesagt, Sorge, dass das zu spät sein könnte, wenn wir jetzt hier verlieren. Jetzt hier einen Sieg in Reden und das wäre doch erstmal beruhigend. Das wäre erstmal eine Erleichterung. Das würde die Nerven erstmal, ja, wie soll man sagen, das würde den Nerven sehr wohltun. 3-0 Chancenverhältnis, 2-0 Torverhältnis. Einzelgespräch, Pedro wird gelobt, er verspricht noch besser zu werden. Wir spielen natürlich auch mit hohem Einsatz hier, aber Groovy ist das auf jeden Fall. Das Spiel ist aber auch noch nicht vorbei. Reden spielt offensiv.
Einwurf durch Sänger hoch in den Strafraum. Andersen. Ich hatte ja Sorge, dass meine Formation vielleicht unpassend ist. Aber wenn wir hier 3 Punkte holen, dann werde ich es erstmal beibehalten. Stockinger gegen Krasniqi. Und wir würden dann auch noch Zeit gewinnen. Wenn der Forsberg wieder topfit ist, dann werden wir natürlich noch ein Quäntchen Qualität drauflegen. Max legt quer. Schauerte. War natürlich auch geplagt durch viele Platzverweise, durch viele Eigentore, durch ja, vieles dergleichen. Jetzt hier kein Abseits, aber der Linienrichter hebt die Fahne. Jetzt eine Fehlentscheidung, die hoffentlich ohne Folgen bleiben wird. Özwein hier. Wir dürfen uns noch nicht beruhigen. Aber Reden hatte noch keine einzige Torchance in diesem Spiel. Sabiri gewinnt den Zweikampf hier. Okay, dann Gödeke kommt für Sänger. Und ich gehe jetzt auf Nummer sicher, spiele jetzt auf Konter. Es ist nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr. Wir führen mit 2 Toren. Forsberg kommt für Sabiri für knapp 20 Minuten. 79. Minute. Dann kommt Bayer für Schauerte. Das Wechselkontingent ist ausgeschöpft. Wird das hier nochmal spannend? Fese sieht gelb. Mike Tyson in der 85. Minute. Krasniqi gegen Stockinger. Der grätscht ihm von innen in die Beine. Gibt das schon wieder? Oh, gelbe Karte. Ich dachte schon wieder irgendwie rot. Pedro kommt aber an den Ball. Wie konnte der jetzt an den Ball kommen? Aber auf jeden Fall, wir gewinnen 2-0 in Reden. Das ist erstmal beruhigend. Das 1-0 war ein Elfmeter. 2 Tore innerhalb von 8 Minuten. Andersen, der Mann des Spiels. Spiel bekommt die Note 5. Schwach. Wir bleiben auf Platz 13 stehen. Aber wichtiger Sieg. Wichtiger Sieg. Ich hatte sonst Sorge, dass in diesem Part meine Karriere enden wird. Dresden gewinnt mit 2-1 gegen Gladbach 2. Die scheinen wieder in der Spur zu sein. Wir gewinnen 0-2 gegen Reden. Rostock spielt 0-0 gegen Werder. Uerdingen 3-3 gegen Wolfsburg. Osnabrück 0-1 gegen Verl. Die sind auch wieder in der Spur, haben jetzt zweimal hintereinander gewonnen. Drochtersen-Assel verliert 0-1 gegen den BVB. Cottbus gewinnt 2-1 gegen RWE. Meppen gewinnt 1-0 gegen Rödinghausen. Und Fortuna Köln gewinnt 2-1 gegen Magdeburg. Damit auf den Aufstiegsrängen immer noch Dresden und Magdeburg. Magdeburg hat nur einen Punkt Vorsprung vor Rostock, einen Punkt Vorsprung vor Dortmund und einen Punkt Vorsprung vor Cottbus. Wobei natürlich gesagt werden muss, dass Dortmund nicht aufsteigen kann. Wir haben 5 Punkte Vorsprung von den Abstiegsrängen. Neues Schlusslicht Rödinghausen in der Elf des Tages. Diverse Spieler von uns hier auf der rechten Hälfte größtenteils. Andersen, Schauerte, Price und Zingerle. So kann man es doch aushalten hier. Severin wechselt von Stuttgart nach St. Pauli. Ananu von Ingolstadt nach Sochi. Tomori von Gladbach nach Leverkusen. Mancini von Metz nach Wolfsburg. Ein langer Name. Dalbert Chavas Estevao von Hannover nach Derby County. Friede von Heidenheim nach Valencia. Vicari vom HSV nach West Bromwich. Und ja, wir dürfen uns aber auch jetzt nicht zu sehr entspannen. Es geht nämlich weiter. Energie Cottbus. Gruß an den werten Herrn Zuschauer aus Cottbus. Wer ist der Wissen? Ich dich damit meine. So, wir spielen jetzt gegen Cottbus. Die stehen auf Platz 5. Die sind im Aufstiegsrennen voll dabei. Wir wollen uns festigen. Wir haben jetzt 65% Vorstandsvertrauen. Wir sind aber ungefähr gleich stark. Darf man nicht vergessen. Wir sind eine der stärksten Mannschaften der Liga auf dem Papier. Wenn wir uns nicht ständig mit roten Karten das Leben schwer machen oder mit Eigentoren oder sonstigen. Wir sind unser eigener größter Gegner bisher. Gegen Cottbus jetzt 3 Punkte und es wäre erstmal etwas Ruhe drin. So, ich wechsle nicht das Spiel bei Überzeugung. Wir sind ungefähr gleich stark. Das werde ich auch ansprechen. Heute erwarte ich höchste Konzentration. Wir haben es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun. Spieler haben die Ansprache verstanden. Nur 2200 Zuschauer, auch nur 54 Cottbusser. Ich dachte, die haben auch eine relativ leidenschaftliche Fanbasis. Günther Netzer tippt 2-2. Paderborn gegen Cottbus. Viertelstunde rum, nichts passiert. Und Broschinski bringt die Cottbusser in Führung. Ah ja, ich habe vergessen, Einsatz hochzustellen. Kataldi aber schnell mit dem Ausgleich. Ganz, ganz wichtig. Warum habe ich den Einsatz nicht hochgestellt? Trotzdem, noch bevor ich das umstelle, der Ausgleich. Jetzt indirekter Freistoß für Cottbus. 25. Minute, 17 Meter Torentfernung. Villas, Zweikampfflücke gegen Sabiri. Sabiri klärt zur Ecke. Eckball von der rechten Seite. Villas legt sich den Ball zurecht, dreht das Ventil nach unten, schlägt den Ball mit Gefühl nach innen. Zingerle packt sich dazu.
Aber ich darf das nicht vergessen, den Einsatz hochzustellen. Wobei ich die Spieler da. Oh, Sabiri mit dem 2:1 nach Vorlage schauerte. Wichtiger Treffer, siebte Saisontor schon. Abdelhamid Sabiri. Ja. Hab auch Sorge, dass ich die Spieler überfordere, wenn ich jetzt Einsatz immer so hochstelle, aber. Ja. Sabiri, der wohl einzige Feldspieler, der aus der echten Form, aus dem echten aktuellen Kader des SCP hier noch geblieben ist. Er wird gelobt und er verspricht noch besser zu werden. 2:1 Chancenverhältnis, jeder Schuss war drin. Wir haben das, den Rückstand gedreht. Das wird noch richtig spannend hier. Hoppe jetzt gegen Schauerte. Kontrolliert den Ball, trottet zum Mittelkreis. Hebt den Ball mit vollem Lauf, aufs vollen Lauf mit der Hacke über Kataldi. Aber der Ball geht verloren. Das Leute legt nach Bruschinski, der Torschütze, sieht hier die gelbe Karte und direkt Sabiri gegen German. Verliert allerdings den Zweikampf gegen diesen. Stunde rum, gelb für Villas, wegen schwerer Schiedsrichterbeleidigung. Da kann man doch auch mal rot zeigen. Ich bringe Hanslik für Andersen in der 60. Spielminute. 69. Minute. Könnte doch der Forsberg mal kommen. Forsberg kommt für Stockinger. 20 Minuten wird er wohl durchhalten. Jetzt hier Hoppe in der 70. Minute. Franzke trabt Richtung Mittelkreis, passt den Ball nach vorne. Können wir das hier über die Zeit bringen? Hoppe tritt in den Boden, der Ball kullert in den Strafraum. Bruschinski wird nicht angegriffen, legt sich den Ball seelenruhig auf den stärkeren Fuß. Schöner Schuss und Zingerle hat keine Schwierigkeiten. Oh, da ist mir das Herz kurz in die Hose gerutscht. Aber Zingerle, Leopold Zingerle. Ein wunderschöner, klangvoller Name und er packt auch sicher zu. Bayer kommt für Schauerte, damit haben wir dreimal gewechselt. Was passiert hier noch? Einwurf jetzt, Kataldi. Ich werde weiter kontrolliert offensiv spielen. Im eigenen Stadion ist das Pflicht. Pedro haut den Ball ins Aus. Franzke holt aus, legt nach links ab. Jesilova Richtung Eckfahne. Kein Abseits, aber der Linienrichter hebt die Fahne, ja. Mal. Oh, da ist der Ausgleich. Tas mit dem Ausgleich in der 84. Minute. Kataldi sieht gelb. 88. Minute. Passiert hier noch was? Passiert noch was? Spiel endet mit 2:2. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ein Wechselbad der Gefühle. Erst lagen wir hinten, dann lagen wir vorne und dann kurz vor Schluss der Ausgleich. Tas ist der Mann des Spiels. Spiel bekommt die Note 3. Hübsch. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich habe es jetzt aber vergessen, weil dieses Tor mich unterbrochen hat. Ja, im eigenen Stadion wollte ich jetzt nicht mich hinten reinstellen, wenn wir nur mit einem Tor führen. Wir bleiben auf Platz 13 stehen. Immerhin einen Punkt geholt gegen einen Aufstiegskandidaten. Ja. Dass ich wohl diesen Part im Amt sicher beenden werde. Immerhin schon mal. Rot-Weiß Essen 0:0 gegen Hansa Rostock. Rödinghausen verliert 0:4 gegen Uerdingen. Wolfsburg gewinnt 3:2 gegen Fortuna Köln. Bremen 1:1 gegen Osnabrück. Gladbach gewinnt 2:0 gegen Meppen. Paderborn gegen Cottbus 2:2. Magdeburg gewinnt 3:1 gegen Drochtersen-Assel. Verl verliert 1:2 gegen Dresden. Die sind richtig wieder in Fahrt. Und der BVB spielt 0:0 gegen Rheden. Dresden schon 11 Punkte Vorsprung vor einem Nicht-Aufstiegsplatz. Ja, auf den Abstiegsrängen unverändert. Wir haben 5 Punkte Vorsprung. In der Elf des Tages niemand von uns. Verl war das bestbesuchte Stadion. Das irgendwie 2000 so viel erlebt man auch nicht alle Tage wohl. Lacazette wechselt von Arsenal zum BVB. Da Silva von Viktoria Köln nach Maccabi Tel Aviv. Sainz von Hertha BSC nach Brandbergen. Ehisibu von Leicester City nach Gladbach. Ja, wir spielen. Oh, da gab es Transferverhandlungen mit mir. Wir spielen jetzt gegen Hansa Rostock. Das wird nicht leichter. Jestrojic hat sich im Bereich Flanken verbessert. Was mit Sänger? Ach, Sänger. Würde ich eigentlich gerne behalten. 20 Jahre jung, mittleres Talent. 2023 zum SCP gekommen. Würde ich ungern abgeben. Wir haben 63% Vorstandsvertrauen. Ist leider etwas gesunken. Auslaufender Vertrag. Oh, Aberdeen steigt direkt aus. Ihm wird hier von denen ein hohes Handgeld geboten. Er ist ein Spieler, den ich, wie gesagt, gern behalten möchte. Ich plane ja auch mit einem längeren Aufenthalt. Ich habe ja schon 2 Spieler für die nächste Saison verpflichtet. Die steigen aus und er bleibt zu neuen Konditionen beim alten Verein. Champions League und Euroleague Viertelfinale. Boah, Bayern gewinnt 5:0 gegen Paris. Die können das Ticket fürs Halbfinale schon mal lösen. Fast. Barcelona gewinnt 2:0 gegen den BVB. Gladbach gewinnt 4:1 gegen Eindhoven. Auch die sind schon fast sicher dabei. Also Rom verliert gegen Real Madrid. In der Euroleague HSV gewinnt 1:0 gegen Ostende.
200 hat sich eine Muskelverhärtung zugezogen. Christian Ratajczak lässt in einem Trainingsspiel 3 Bälle hintereinander durch die Beine rutschen. Er verliert 4 Motivationspunkte. Die anderen Spieler lachen schon über ihn. Wir spielen jetzt noch nur 3000 Zuschauer in Rostock. Wer soll das denn glauben? So, Messingschlager angeschlagen. Eigentlich weitestgehend alle gesund. Forsberg, das reicht noch nicht für ein ganzes Spiel. Wir sind die stärkere Mannschaft. Rostock aber auch Aufstiegskandidat. Ich stelle Einsatz auf 150%. Ich spare mir die Ansprache mal. Nur 3000 Zuschauer. Rostock hat die letzten 3 Spiele nicht gewonnen. Sebastian Vettel tippt 1-2 auf uns. Wir wollen hier 3 Punkte holen. Sabiri kommt völlig frei zum Schuss. Trifft er schon wieder und genau auf den Torwart. Der packt sich ja zu und passt direkt in die Sturmspitze. Traumpass. Hermann hat viel Platz. Stürmt aufs Tor zu. Zingerle kommt raus. Hermann haut Hermann vom Strafraum einfach um. Der Schiedsrichter kramt und zückt rot um Zingerle. Schon wieder schaden wir uns selber hier. Der Keeper sieht rot in der 5. Minute. Der Ersatzkeeper Schünemann kommt für den Stürmer Andersen. Da müssen wir halt jetzt in Unterzahl spielen. Ich werde aber an meiner kontrolliert offensiven Spielweise nichts ändern. Opoku spielt Richtung Eckfahne. Wir spielen jetzt mit Tannenbaumformationen. Sabiri, der Aktivposten, einer der wichtigsten Männer in den letzten Wochen mit vielen wichtigen Toren, schauerte jetzt hier gegen Juan. Doppelpass mit Sabiri, sehr schön gemacht. Er sieht, dass voll zu weit vor seinem Kasten steht und versucht es einfach mal. Ah, voll faustet den Ball zur Ecke. Eckball von der linken Seite. Kattal, die schlägt den Ball auf den langen Pfosten. Der Keeper lenkt den Ball übers Tor. Es gibt nochmal Ecke. Da kann man auch in Unterzahl ein Tor erzielen. Ich meine, das kann man auch so, aber in Unterzahl bei einer Ecke macht sich das nicht so bemerkbar, dass da ein Mann weniger rumwuselt. Kataldi jetzt auf den kurzen Pfosten. Richards verlängert per Kopf. Pedro wirft sich herein und verliert den Zweikampf leider. 18. Minute. Wir sind hier in Unterzahl fast schon aktiver, als wir es vielleicht mit 11 Mann gewesen wären. Pedro. Nein, will den Spielern hier keinen mangelnden Einsatz in den letzten Spielen unterstellen. Auch mit 11 Mann hätten wir hier sicher gutes Spiel geliefert. Das möchte ich gar nicht bezweifeln. Aber jetzt hier, es steht 0-0 zur Halbzeit, 1-3. Aber dafür, dass wir in Unterzahl spielen, ist das aller Ehren wert. Stockinger wird gelobt, der macht das gut. Freut sich über die anerkennenden Worte. Falsche Wortwahl, wir haben sie weder im Sack. Und da kann sehr wohl noch was schief gehen, aber für Unterzahl ist das eine gute Leistung. Hier, Chris Richards sieht gelb. Green mit dem Einwurf. Für Rostock, hoch in den Strafraum. Johan verlängert mit dem Kopf, aber der Ball geht ins Aus. Können wir hier vielleicht in Unterzahl sogar einen Sieg holen? Kopf von Pedro, der Ball ist drin. 1-0 in Unterzahl, aber hier ist noch sehr viel Zeit auf der Uhr. Und jetzt stelle ich mich tatsächlich mal hinten rein und spiele auf Konter. Wir führen 1-0. Ich bringe Bayer für Schauerte. Gelbrot für Richards und haben sogar 2 Mann weniger jetzt. Ei. Gut, dass ich noch einmal wechseln kann. Torschütze Pedro muss raus. Aus taktischen Gründen. M bekommt rein. Wir stellen uns jetzt hinten rein komplett. Abwehrriegel. Macht das irgendwie, Leute. Max kommt 20 Meter vor dem Tor. Vor dem Tor zum Schuss. Kann sich der Ecke aus und platzierter Schuss. Ah, souverän pariert von Voll. Mit 2 Mann wählen schon wieder 2 Platzverweise. Und hier ist noch jede Menge Zeit auf der Uhr. Opoku sieht gelb. Können wir hier trotzdem 3 Punkte mit 2 Mann weniger einführen? Tatsächlich, wir gewinnen in Rostock mit 2 Spielern weniger. Aber die werden uns natürlich im nächsten Spiel fehlen. Zingerle glattrot. Ich hoffe, der fällt nicht zu lange aus. Chris Richards gelbrot. Der fällt im nächsten Spiel aus. Pedro, der Mann des Spiels mit dem goldenen Tor. Spiel bekommt die Note 5 schwach. Die Anhänger von Hansa Rostock haben allen Grund zum Ärgernis, weil sie hier dieses Spiel verloren haben. Und ich kann erstmal durchatmen. Ich habe in diesem Part wichtige Punkte geholt. Wir bleiben auf Platz 13, haben jetzt aber 28 Punkte. Wolfsburg verliert 0-2 gegen Magdeburg. Uerdingen gewinnt 4-2 gegen Gladbach. Meppen gewinnt 3-0 gegen Verl. Cottbus gewinnt 2-1 gegen Dortmund. Osnabrück gewinnt 2-1 gegen Essen. Dresden gewinnt 6-1 gegen Bremen. Die können den Aufstieg bald schon feiern. Köln gewinnt 3-1 gegen Rödinghausen. Die sind richtig in der Tinte auf Platz 18. Reden verliert 0-3 gegen Rottersen-Assel. Wir gewinnen mit 2 Mann weniger 1-0 in Rostock. Also sehr erfolgreicher Part hier. Keiner in der Elf des Tages. Transfers, da haben wir Touré wechselt von Eintracht Frankfurt nach Leverkusen. Da Silva von Mainz nach Paris. Wilkinson von Halle nach Lechanes. Navarro, altbekannter Spieler von Freiburg nach Bukarest. Oh, wie heißt der denn? Agere Gabiria von Würzburg nach Pilsen.
Izquierdo von Hannover nach Düsseldorf, Förster von Ingolstadt nach Aston Villa, Hause von Wolfsburg nach Hertha. Und ja, wichtige, wichtige Punkte. Wir haben 64% Vorstandsvertrauen. Im nächsten Part, falls ich die drei Spiele hier im Amt überstehe, Derby gegen Osnabrück. Osnabrück ist gar nicht in NRW, aber mit dem NRW-Ticket von der Uni konnte man auch immer bis nach Osnabrück fahren. Das gilt als Derby. Dann gegen Dresden, das wird natürlich schwierig, und gegen Meppen. Osnabrück gegen den 14., gegen den 6. und gegen den 1. 64% Vorstandsvertrauen. In der Rückrundtabelle stehen wir auf Platz 8. 3 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Es wird nicht leichter, aber hier in diesem Part wichtig, wichtig, 7 Punkte geholt. Vor allem 6 Punkte auswärts. Das ist viel wert. Ich sage Tschüss, bis dann.